Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir versuchen weiterhin mit dem kaputten Controller zumindest Gold 3 zu erreichen. Mehr als denke ich definitiv heute nicht. Was heißt heute? Ja, doch heute. Ich mache alles am Samstag jetzt die restlichen Folgen. Wie viele sind es denn jetzt eigentlich noch? Gar nicht drauf geachtet. Mal nach dem Spiel schauen. So, ich habe jetzt noch einen Tee gemacht. Ich hoffe, der macht meine Augen ein bisschen wacher. Oh, er hat von links jemanden drinstehen ohne Chemie, also ohne Verbindung. Er hat Vardy drin, der ist ja gar nicht mal so geil. Ist jetzt auch keine krasse Formation, es ist eigentlich ein richtig schlechtes Team. Bin gespannt, ob er gut spielt. Egal, wir versuchen uns zu konzentrieren und keinen Mist zu bauen. Und dann ist alles gut. Letztes Spiel 4 Tore geschossen, 4-0 gewonnen. Das war schon mal nicht schlecht. Abgefälscht, Ecke. Oh, ich wollte fast sagen, ich wollte fast noch sagen, ah, das ist eigentlich eine gute Situation für Origi zum Kopfball für an den kurzen Pfosten, weil das nicht zudeckt. Und dann klappt es auch noch. Sehr geil. Da hat sich der Tee doch schon gelohnt. Müssen wir es aber auch noch nach Hause bringen, logischerweise. Er hat den kurzen Pfosten da nicht zugemacht oder zumindest nicht mit dem extra Mann noch bestellt. Und Origi ist dann da. Thomann kommt raus, ist ja auch eigentlich ein Torwartfehler. Wenn er rauskommt, muss er den Ball haben. Oh, Gnabry hat sich verletzt, glaube ich. Da haben wir leider einen Stellungsfehler drin gehabt. Schade. Schon gemacht mit Goretzka. Och nein, ich dachte nicht, dass ich zuerst rankomme. Deswegen wollte ich reingrätschen. Und dann war ich aber schon dran. Oh, krass, ich dachte, da rein. Also, da geht rein, dachte ich. Das sah gut aus. Dieser Bailey, wenn man. Oh, ich glaube, der Gegner bricht ab. Dann wollen wir nochmal jubeln, um ihn die Entscheidung. Ah, sehr gut. Leider, dass wir machen. Dieser Bailey, also der hat echt einen geilen Abschluss und lässt sich geil dribbeln und. Der macht richtig Spaß. Wahnsinn. Obwohl er eigentlich von den Werten her Coman ähnelt, spielt er sich viel geiler als Coman und macht halt auch die Dinger rein.
Und wie gesagt, wir machen den dauernd, also wir machen die Tore ja immer mit rechts, also eigentlich Linksfuß. Ich meine, klar, vier Sterne auf den Schwachen, aber ist halt trotzdem nicht fünf, ne? Vorlagen, Schmelzer, Kimmich. Bailey und Origi machen's. Sehr schön, das war mal ein schnelles Spiel. Come on, nach drei Siege aus acht Spielen. Ah, Knauf ist wirklich verletzt. Eine Partie Bein. 10 Spiele, 5 Scorerpunkte und wir können locker ein, zwei Spiele abziehen. Nice. 0,5. Origi 36 Spiele, 22 Scorerpunkte, immer noch super gut. Und der Origi bleibt und Bailey bleibt auf jeden Fall auch. Machen beide einen prima Job. Perisic steht bei 12 aus 24, also auch 0,5. Sehr geil. Ich würde sagen, wir haben unsere Außenmittelfeldspieler erstmal gefunden in jeder Mannschaft. Geht es nur darum, die anderen Positionen genauso gut zu besetzen. In der Bundesliga eigentlich vor allem die linke Verteidigerposition. Das ist wirklich Schmelzer, ist wirklich mit die Position, die am problematischsten ist. Also ich muss mir eigentlich als nächstes Alaba holen. Also sobald dann Winterpause ist und keine Infos mehr rauskommen können. Am geilsten wäre es natürlich, wenn es einen Inform Schmelzer geben würde oder sowas. Okay, das ist auch ein sehr schwaches Team, also jetzt auch von den Bewertungen her. Und ja, mal schauen, wie der Gegner spielt. Auch ein so ich frage mich, warum baut man denn so ein Hybrid? Warum baut man so ein Hybrid? Ein schwaches Team. Dann kann ich doch einfach eine normale Liga nehmen und kann wahrscheinlich ein besseres Team bauen. Schade. Vielleicht bekommen wir ja jetzt auch die schwächeren Gegner, weil wir so viele Spiele schon verloren haben. Das wäre natürlich schön. So wenigstens einen kleinen Vorteil haben. Oh, das war geil. Das war richtig geil gemacht. Uma ist natürlich schnell. Liegt ein schwacher Abschluss. Schade, hätten wir ein bisschen besser dribbeln können. Gerade gegen so ein Team müssen wir natürlich trotzdem total konzentriert spielen, damit wir die Chance nutzen und gewinnen. Alter, da waren zwei Spieler, perfekt! Und er spielt genau zwischen beide durch. Natürlich traurig. Hat er eigentlich gut gemacht, zum Glück dann schwacher Abschluss. Aber ich konnte es auch nicht wirklich viel besser verteidigen. Hat es einfach gut gemacht. Komm, aber alleine über die individuelle Klasse müssen wir ja eigentlich gewinnen oder zumindest erstmal ein Tor schießen. Schön gemacht von Anderson, der eigentlich keinen Körper hat, ihn hier trotzdem irgendwie einsetzt.
Schlecht gespielt von mir. War eigentlich auch gelb. Oh, da ist gar niemand. Ah, ist gut. Wie kann ich denn da zuletzt dran gewesen sein? Okay. Geil, wie ich diese tolle Chance versaut habe. Was erwartet er denn, dass ich jetzt dahin flank, wenn er den Spieler deckt, oder? Schade. Das ist wieder so ein Tor. Was soll ich da anders machen? Was soll ich da anders machen? Er läuft einfach nur durch mit Dombi. Er läuft einfach nur durch. Ich tackle, es gibt sogar einen Vorteil angeblich, weil ich gefoult habe. Alles passiert gar nichts. Passiert einfach gar nichts. Aber egal, wir machen jetzt noch eins. Genau so und nicht anders. Schön gespielt. Da waren nicht 100 Mann an mir dran. Und es hat halt auch einfach teilweise schlecht verteidigt. Konnte ich nichts machen. Konnte ich einfach nichts machen. Och nein, es gibt nicht mal die Ecke. Toll. Krass gehalten von Radecki. Ich glaube, Perisic hat sich verletzt. Weil er logischerweise Schusstäuschung machen, aber es geht auch so. Was ist denn jetzt los? Die ganze Zeit spielen wir 0-0, jetzt steht es 2-2. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Schöner Schuss von Anderson. Und ich dachte eigentlich, da kommt ziemlich scheiße. Ich hätte nicht gedacht, dass er reingeht. So, ich gehe jetzt mal auf defensiv, damit hier nicht wieder so ein Dreck passiert. Wobei wir ja eigentlich die ganze Zeit gut standen, ne? Also ich weiß auch nicht. Das zweite Tor hat er gut rausgespielt, das erste war meiner Meinung nach Glück. Wir hatten auch leichte Vorteile, aber wir haben ja auch das deutlich bessere Team.
Das war geil gemacht von mir, wie immer. 1 gegen 1, bin ich einfach eine komplette Bombe. Auch geil. Hallo Treffer. Oh. Abgefälscht! Oh mein Gott, und Icardi fälscht ihn auch noch ab. Oh, ist das krass. Das war abseits, ne? Ja. Danke, Icardi, aber ja, vielleicht sonst auch nicht rein. Schade. Getunnelt. Oh, fick dich doch! Es war kein Elfmeter, Mann! Und ich habe auch den Torhüter nicht rausgeholt, es war von alleine. Toll! So eine Scheiße wieder. Ja, geil, ich bin dann auf der richtigen Ecke. Er schießt natürlich trotzdem das Tor. Glückwunsch. Wenn er jetzt deswegen wieder gewinnt, geil. So unverdient. Ich mache natürlich auch vorher den Alu-Treffer. Sehr, sehr geil. Oh, genial. Hey, Nussi, nicht umsonst eingewechselt. Aber ich würde gerne mal in Führung gehen und nicht immer den Ausgleich machen müssen. Auch noch getunnelt. Schönes Lackertor, ey. Aber egal, nach diesem unverdienten Elfmeter ist es nur gerechtfertigt. Aber ich natürlich auch wieder mal nicht hinspielen. Schön gemacht. Dumm von mir, dumm von ihm.
Dumm von mir. Ist also kein Fall, interessant. Verteidigt. Geht zu viel auf Körperkontakt, ist auch nicht. Und die Grätsche. Come on. Schade. Okay, dann machen wir eben in die Verlängerung. Wieso mache ich denn immer diese offensichtliche Scheiße? Krass. War natürlich ein bisschen lucky, wie am Ende dann der Pass auch ankam, alles, aber pff, geil. Oh, ich muss aufpassen, mein Controller. Pff, 4-3, das erste Mal, dass wir in Führung gehen in dem Spiel. Ich hoffe mal, es bleibt so. Jetzt einfach noch die Verlängerung überstehen.
Alter, ey, das wäre so ein geschenktes Tor gewesen, wie meine Spieler einfach permanent über den Ball drüber gelaufen sind. Also, richtig geil. Das wäre so ein geiles Tor geworden. Okay. Das haben wir jetzt auf jeden Fall verdient geschossen, das Tor. Müssen wir das nur noch zusehen, dass wir das so halten in der zweiten Hälfte der Verlängerung und jetzt nicht noch irgendwie eins fressen. Der Stand war eigentlich gut und trotzdem kam der Schuss zustande. So war das nicht geplant, logischerweise. Das hätte alles jetzt gerade nicht passieren dürfen. Komm, 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 komm. Ach, wir haben, okay, alles gut. Das gibt's doch nicht. Alessandrini noch komplette Ausdauer. Und schafft's trotzdem nicht. Come on, Zeitspiel noch 5 Ingame-Minuten. Wieder ein Elfmeter, nicht wieder ein Elfmeter. Ach, noch eine Ecke. Fuck. Was war's denn schon wieder? Was die Leute sich manchmal so überlegen? Geil. Sehr gut, im Endeffekt trotzdem verdienter Sieg. Noch zwei Siege brauchen wir für Elite 3. So, Icardi, Elionussi, Anderson, Vorlagen, Khedira und Torreira und Anderson. So, wie viele Spiele sind's denn jetzt noch? Ist gar nicht mehr auf dem Plan. Noch 7. Okay. Dann ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.